Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Horner Corner Bundle von Taimo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Taimo Horner Corner, was uns natürlich auf den ersten Blick auffällt, ist, dass dieses Bundle relativ schlicht gehalten ist. Also wir haben hier einfach nur eine kleine Kartonschachtel, eine Kartonbox, und die ist komplett blank. Das heißt, rein von außen betrachtet könnte alles Mögliche drin sein. Und das, worum es geht, offenbart sich uns leider erst, wenn wir es öffnen. Also, ihr kennt das vielleicht, es gibt einige Rapper, die das früher gemacht haben, die Bundle oder Boxen in dieser Form angeboten haben. Aber dann gab es zumindest irgendwie einen Aufdruck, einen Aufkleber, zumindest irgendeinen Papier mit Klebestreifen festgemacht, wo einfach ersichtlich war, das ist die Box von diesem und jenem. Naja, schade, aber ist natürlich auch nur ein Bundle und wurde auch als Bundle beworben und eben nicht als Box. Wir haben einmal ein T-Shirt, dann die Horner Corner, ich glaube die Instrumentals, nein, die Bonus-EP, das Album und das Poster. Ansonsten hier nichts weiter drinnen. Ja, Taimo, ein Signing von 8-4 bei Steuerfrei Money. Hat auf jeden Fall Talent, ist ja schon 2016 in Erscheinung getreten mit seinem Free Mixtape Washington Allee und jetzt bringt er sein erstes richtiges Album an den Markt, auf den Markt. Horner Corner. Und hier ist sogar noch die Washington Allee abgebildet, also das Straßenschild. Taimo Horner Corner in Türkis und Pink, in Türkis und Rosa gehalten das Ganze. Also sehen hier so ein Comic-Cover. Und hier oben lesen wir noch Steuerfrei Money präsentiert. Auf der Rückseite haben wir die ganzen Tracks aufgelistet. Wir haben, und das freut mich sehr, für ein Debütalbum 21 Tracks. Das ist eine ganze Menge. Und wir haben auch jede Menge Features. Also, wir haben Features von Dreilan oder Elan. Kenne ich leider nicht, aber wir nennen jetzt einfach mal Elan. Dann haben wir Features von Herzog, Delor, Stan, Said, Veli, SDK, Hoix und Nura von Sixten und Zela 111 und Ringo 111. Sagen mir auch beide ehrlich gesagt nichts. Ja, einige unbekannte, zumindest mir unbekannte Features drauf. Und meine Favoriten von dem Album sind einige, und zwar vier Stück. Einmal Track 3, Benza, hat mir sehr gut gefallen. Speziell der Refrain, extremer Ohrwurm. Dann das Feature mit Herzog, Deutschland wird high, auch richtig, richtig gelungen. Dann haben wir noch einen Track, der nennt sich Brennstoff, auch wenn ich ihn jetzt gerade nicht auf Anhieb sehe. Wo ist der denn? Ah, hier, Track Nummer 15, Brennstoff, mir auch richtig gut gefallen. Und dann als letztes noch Bleiben Relaxed, hier der Track 18, Bleiben Relaxed. Also gelungenes Debütalbum in meinen Augen, kann man sich gut geben. Egal ob jetzt so oder in Bundleform. Dann schauen wir uns einmal zuerst das Booklet an. Dieses in weiß und pink gehalten. Also wir haben hier einzelne Tracks aufgelistet und Aufnahmen aus Taimos Leben, beziehungsweise Taimos Alltag. Jawohl. Ich finde auch, dass der Typ richtig so zu 8-4 und Steuerfrei Money passt, also die haben sich echt gefunden, die zwei, 8-4 und Taimo. Okay, hier dürfte jemand gestorben sein, Rest in Peace steht hier, R.I.P. Sagt mir jetzt leider nichts, der gute Mann, aber finde ich natürlich schön, wenn man das hier anmerkt. Ah, hier steht etwas, Ruhe in Frieden. Farug und Opa Werner. Gut, also ich gehe mal davon aus, dass es hier nicht
Opa Werner sein wird, sondern Faruk in dem Fall. Und hier natürlich noch eine Danksagung. Horner Corner. So sieht das Ganze aus. Also weiterhin in dieser türkis-pink, türkis-rosa Optik. Horner Corner. So sieht das Album aus. Und hier noch ein pinkes Blatt. Ein Hanfblatt. Dann haben wir die Bonus-EP. Diese in gelb gehalten. Gelb-schwarz. Horner Corner. Also selbe vom Design her, von der Grafik her dasselbe wie auch schon das Album. Allerdings in gelb. Taimo Horner Corner. Bonus-EP Tracklist. Und hier haben wir noch weitere 4 Tracks mit Features von 84 und Kanaken Günther. Hammername. Kanaken Günther. Noch nie gehört. Also, 4 weitere Tracks auf dieser Bonus-EP. Wie immer in einer Papphülle. So sieht das Ganze aus. Hier in schwarz-gelb. Corner Corner, Bonus-EP. Dann haben wir ein Poster. Dieses ist einseitig bedruckt. Und hier haben wir Taimo abgebildet, wie er gerade auf uns zielt. Horner Corner, Taimo lesen wir hier. Und das Poster einseitig und im Hochformat. Okay, alles zusammengelegt. So, aber jetzt. Und dann haben wir als letzten Bundle-Inhalt das T-Shirt. Dieses komplett in schwarz gehalten und hier ein Aufdruck auf der linken Brust. Taimo mit Zierleisten oben und unten. So sieht das Ganze aus der Nähe aus. Wir haben es zu tun. Ausnahmsweise kein Gildensoft, nein, ein B und C bzw. BC in Größe M. Ich glaube, man konnte sich damals das aussuchen, die T-Shirt-Größe ML oder XL. Ich habe mich damals für M entschieden. Relativ ungewöhnlich, dass hier mehrere Größen angeboten werden, aber bei Bundles doch häufiger als bei Boxen. Und wir haben hier den Hinweis 100% Baumwolle und Made in Bangladesch. Und hier noch die Pflege- und Waschhinweise. Ansonsten, Neckprint, keiner vorhanden. Und auch an den Ärmeln kann ich jetzt nicht sehen. Also, es ist wirklich nur hier dieser Brustaufdruck. Wir schauen uns das kurz nochmal im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier auf der linken Brust diesen Schriftzug Taimo mit diesen hellblau-lilanen Zierleisten oben und unten. Ansonsten das T-Shirt glatt schwarz. So sieht das Ganze dann aus. Sehr, sehr schlicht gehalten, aber durchaus mal ein etwas spezielleres Design und kann man auf jeden Fall gut tragen. Und wie immer fassen wir zum Abschluss noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt von Taimo, das Poster im Hochformat einseitig bedruckt, die Horner Corner Bonus EP und das Album Horner Corner an sich. Das alles in dieser Bundle-Box, in dieser Bundle-Schachtel, auch wenn diese leider ja nicht individuell gestaltet wurde, aber der Inhalt ist auf jeden Fall gut gemacht. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Taimo unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.